Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, hier das Nationale Monitoringzentrum zur Biodiversität vorzustellen. Es geht natürlich nicht nur um Daten, aber das ist natürlich das Thema, was hier natürlich jetzt in dem Kontext mit NFDI und NFDI for Biodiversity natürlich eine große Rolle spielt. Und deswegen werde ich da natürlich auch drauf eingehen. Aber ich denke, um diese Prozesse auch besser insgesamt einordnen zu können, ist es tatsächlich wichtig, auch wenn das hier eine Keynote ist, dass Sie mal verstehen, was wir eigentlich machen wollen, was unsere Aufgaben und Ziele sind. Und die NFDI und auch NMZB haben ja sehr unterschiedliche Vorgeschichten. Gemeinsam haben sie aber eins, dass sie sich nämlich beide im Koalitionsvertrag der jetzt noch in Arbeit befindlichen Bundesregierung finden, als Formulierung oder als Forderung. Und natürlich mit in einem unterschiedlichen Kontext, mit unterschiedlichen Zielsetzungen, aber dort sind sie beide genannt und das zeigt ja auch, dass die gesellschaftliche oder die gesamtgesellschaftliche Bedeutung dieser Prozesse da ist und dass die Politik auch erkannt hat, dass auf dieser Ebene was getan werden muss, dass sonst landet sowas in der Regel nicht in einem Koalitionsvertrag. Das ist dann bei uns beim Monitoringzentrum aus dem wissenschaftlichen Monitoringzentrum dann das nationale Monitoringzentrum geworden. Das heißt aber nicht, dass wir auf die Wissenschaftlichkeit verzichtet haben. Auch das noch zur Klarstellung, das ist natürlich weiterhin gegeben. Und seit dem Koalitionsvertrag haben wir dann ein bisschen eine Übergangszeit gebraucht, um uns zu konzeptionieren. Und im März diesen Jahres sind wir dann tatsächlich ja auch eröffnet worden, hier in Leipzig in der Außenstelle des BFN, da wo der Pfeil ist, auf der Etage sitzt das Monitoringzentrum. Also wir sind nicht das ganze Gebäude dort, um das auch gleich richtig zu stellen, weil das Bild oft zu sehen ist, aber wir sind nur die zweite Etage. Ja, und wir haben natürlich, und das steht in diesem Grobkonzept sehr deutlich auch drin, ein bestimmtes Aufgabenprofil und das ist eben sehr weit. Und an erster Stelle steht tatsächlich, deswegen heißt es eben auch Monitoringzentrum, die Weiterentwicklung des bundesweiten Biodiversitätsmonitorings. Und dazu gehört es natürlich, Praxis und Forschung zusammenzubringen, Akteure zu vernetzen, zu befähigen und zu fördern, also alle die Akteure auch langfristig in die Lage zu versetzen, tatsächlich neue Biodiversitätsdaten und auch langfristig Biodiversitätsdaten erheben zu können. Nicht nur die alten Programme vorzuschreiben, sondern natürlich auch alles weiterzuentwickeln und darüber auch zu informieren und das Ganze natürlich auch noch übergeordnet europäisch und international einzubinden. Es gehört aber auch dazu, das Thema Datenhaltung und Management und die Aufbereitung natürlich der Daten und das zur Verfügung stellen von Daten. Und was aber auch explizit auch nicht dazu gehört, da sind dann andere Akteure gefragt, ist zum einen Monitoringprogramme in die Praxis umsetzen, die Daten im Feld selber erheben und auch die Auswertung von Daten und die Bewertung von Daten ist nicht unsere Aufgabe, das machen andere für uns. Also wir sind mehr die Serviceeinheit in diesem Kontext. Und wir dürfen auch oder sollen auch keine Politikberatung betreiben, sondern auch das ist Aufgabe der jeweilig Zuständigen dafür. Das ist ein bisschen abstrakt, vielleicht wenn man konkrete Fragestellungen dann hat, die wir dann tatsächlich beantworten sollen, ist zum Beispiel sowas wie, welche Taxa, Lebensräume oder Ökosystemfunktionen sollen tatsächlich in ein weiterentwickeltes Biodiversitätsmonitoring integriert werden, damit wir bessere Aussagen gewinnen können. Wie lassen sich Methoden standardisieren und harmonisieren? Welche neuen Methoden brauchen wir und so? Und da müssen wir mit den ganzen Akteuren natürlich in Dialog treten. Wir müssen viel vernetzen. Wir müssen auch viele Hürden überwinden, die Bereitschaft der Zusammenarbeit zu entwickeln. Das ist also ein sehr stark auch partizipativer und kommunikativer Prozess. Und natürlich letztendlich auch, wie gelingt ein besserer Datenzugang. Strukturell, das ist ein bisschen komplex. Das eigentliche Monitoringzentrum ist das Gelbe hier in der Mitte mit einer vorgegebenen Struktur, auf die ich gleich noch zurückkomme. Und das Ganze soll eben zusammenarbeiten, das sind die beiden Bereiche links und rechts, mit Praxis, mit Wissenschaft, mit Forschung, mit den Behörden, mit dem Ehrenamt. Es soll die europäischen und internationalen Prozesse abbinden und unten rausfallen sollen natürlich die Grundlage für eine vernünftige Wissenschaft und Forschung, für Politikberatung und natürlich auch die Umsetzung befördern von weiteren Monitoringprogrammen. Wie gesagt, das ist ja eine der ganz zentralen Aufgaben. Ja, und wir haben jetzt seit der Eröffnung schon tatsächlich einiges in die Wege geleitet, was die strukturellen Aufbau angeht. Wir haben dieses ressortübergreifende Steuerungsgremium eingerichtet, in dem rechts in dem Kasten zu sehen auch tatsächlich die verschiedensten Ministerienvertreter beteiligt sind. Und dieses Gremium legt den übergeordneten, den politischen oder den strategischen Rahmen letztendlich für unsere Arbeit fest,
auf der einen Seite, macht auch Vorschläge für die Befassung von, mit inhaltlichen Aufgaben, die dann aber nochmal weitergegeben werden an das fachliche Gremium. Und letztendlich ist es aber auch das Gremium, was dann die Ergebnisse des Monitoringzentrums denn in den politischen Raum natürlich auch wieder umsetzen muss. Wir möglichst das, was da erarbeitet wird, akzeptieren, umsetzen und dann tatsächlich dafür sorgen, dass das auch Realität wird, was im Monitoringzentrum erarbeitet wird. Das Grundsatzfachgremium ist das, ich sage jetzt darunter, das ist aber nur hier der Abbildung geschuldet, das ist das fachlich arbeitende Grundsatzgremium. Auch das haben wir jetzt schon konstituiert im Juni. Nächste Sitzung ist Ende Oktober. Und in diesem Gremium, da ist wirklich breite fachliche Expertise vorhanden. Da geht es dann um die Fragen, wie soll sich tatsächlich das Biodiversitätsmonitoring künftig aussetzen? Welche Inhalte beispielsweise machen wir über Veranstaltungen? Welche sonstigen fachlichen Prioritätensetzungen werden im Monitoringzentrum dann tatsächlich gesetzt und umgesetzt und bearbeitet? Und dafür brauchen wir breite Expertise. Ich habe jetzt eben aus Datenschutzgründen nicht die Namen genannt, sondern habe jetzt einfach mal die Institutionen, wo die genannten Vertreterinnen herkommen, hier aufgeführt. Und man sieht, dass wir hier wirklich ressortübergreifend und auch disziplinmäßig sehr breit in diesem Grundsatzfachgremium aufgestellt sind, um wirklich vom Marinen bis zum Terrestrischen und vom Forst, Land, Wirtschaft, Naturschutz, Umweltbereich, alles abbilden können, vom universitären Bereich zu Behörden, alles ist vertreten, die Länder sind auch vertreten. Also ich denke, das ist von daher sehr repräsentativ, macht vielleicht die Diskussion nicht immer einfacher, aber dafür sind sie dann auch auf breiter fachlicher Ebene natürlich auch dann auch erarbeitet worden. Und dieses Gremium hat in der ersten Sitzung auch tatsächlich schon inhaltliche Festlegungen gemacht, was erste Aufgaben angeht. So sollen wir, haben wir ja zur Eröffnung einen Webauftritt natürlich rechtzeitig auf den Weg gebracht. Das ist ja immer sehr wichtig, dass man auch sichtbar wird. Perspektivisch eine dieser Aufgaben ist ja des Monitoringzentrums auch, dass wir eine sogenannte Informations- und Vernetzungsplattform langfristig bereitstellen sollen, die viele Funktionen und Funktionalitäten haben soll, nicht nur informieren soll, sondern auch Datenzugänge und Ähnliches ermöglichen. Das muss natürlich erstmal konzeptionell entwickelt werden und da ist es auch wichtig, mit allen Akteuren, auch denen, die heute hier sind, natürlich in den Dialog zu treten. Übergangsweise werden wir jetzt erstmal die Plattform, die wir haben, natürlich inhaltlich und aber auch von den Funktionalitäten erstmal weiterentwickeln, damit so ein Parallelprozess da ist, auch vielleicht um manche Dinge schon mal ausprobieren zu können. Das ist sicherlich eine wichtige Entscheidung, dass wir das so voranbringen. Das klar, das Gesamtkonzept, das muss erarbeitet werden in enger Abstimmung. Da haben wir so einen Fahrplan erarbeitet, wie wir das uns vorstellen, zwischen den Gremien und mit Workshops, dass wir auch alle Akteure mitnehmen, um dann tatsächlich in 2 Jahren vielleicht so ein Gesamtkonzept dann tatsächlich vorlegen können und dann nochmal dem breiten Plenum sozusagen der Akteursgruppen vorstellen können und final mit denen abstimmen können in der Erwartung, dass es dann auch dann zur Umsetzung kommt natürlich. Ein sehr eigenständiges Veranstaltungsformat haben wir uns auch vorgenommen für das Monitoringzentrum, nämlich Anwendung und Forschung im Dialog, gerade auch vor dem Hintergrund dieser Aufgaben, die ich vorhin geschildert habe. Und das passt jetzt hier heute natürlich auch sehr gut, es war einhellige Meinung, dass das Thema dieser ersten Veranstaltung, die Anfang nächsten Jahres stattfinden soll, das Thema Datenmanagement sein soll. Und das heißt für uns natürlich auch da werden wir natürlich nicht an Ihnen vorbeikommen. Die NFDI for Biodiversity wollen wir auch gar nicht dran vorbeikommen. Also da sehe ich Sie natürlich logischerweise als eine der Akteure in diesem Workshop, auch in diesem Forum auch als gesetzt, aber natürlich auch viele andere. Und da werden wir viele Fragen, die auch heute hier sicherlich diskutiert wurden und werden und in NFDI for Biodiversity eine Rolle spielen sollen, dort natürlich auch diskutiert werden. Wir haben aber auch mit Blick auf gerade die Weiterentwicklung des Monitorings auch Fachgremien eingerichtet, 2, was ich auch sehr gut finde, dass es uns das gelungen ist. Und zwar zum einen, wir haben vorhin drüber geredet, zum Thema Bodenbiodiversität und Funktion. Also wie kommen wir perspektivisch dazu, auch in diesem Bereich, der ja noch weitgehend Blackbox-Charakter hat, vielleicht Komponenten für ein bundesweites Biodiversitätsmonitoring zu integrieren, um hier ein wenig mehr Licht ins Dunkel zu bringen und die Wichtigkeit dieser Bereiche der Biodiversität zu betonen und mit dem Monitoring langfristig auch erfassen zu können. Da befasst sich also ein so ein Fachgremium mit. Und ein zweiteres ist Verbesserung der Verfügbarkeit von Einflussgrößen. Es ist klar,
Wenn wir Ursachenanalysen machen wollen, wenn wir Maßnahmen entwickeln wollen, brauchen wir natürlich die Treiber. Wir müssen wissen, welche Treiber sind verantwortlich für Veränderungen der Biodiversität, im Positiven wie im Negativen, um gezielt handeln zu können. Und das heißt, der Zugang zu diesen Informationen, zu Einflussgrößen, um diese Verschneidung mit den Biodiversitätsdaten herzustellen, ist sehr elementar und ist in vielen Fällen natürlich noch nicht gegeben. Das ist das eine. Wir müssen also da die Verfügbarkeit verbessern. Wir müssen aber auch vielleicht überlegen, wo sind tatsächliche Lücken? Wo gibt es auch noch vielleicht keine Informationen? Und wo brauchen wir auch im Sinne einer Weiterentwicklung begleitend zum Biodiversitätsmonitoring andere Formen von Erfassung von Treiberdaten, Einflussgrößendaten, um auch langfristig dort immer aussagefähig zu bleiben? Und ganz banal ist es auch klar geworden, dass wir uns mit sowas wie Definition und Kategorisierung von relevanten Begriffen befassen müssen. Also nur als ein Beispiel zu nennen, was unterscheidet eigentlich eine Erfassung von einem Monitoring? Wenn wir über die Weiterentwicklung des Biodiversitätsmonitorings reden, hat jeder ein Bild davon im Kopf, aber ich glaube, die konkreten Vorstellungen, was damit gemeint ist, gehen sehr auseinander. Also auch hier brauchen wir Klärungen natürlich, damit wir auch letztendlich alle vom Gleichen reden und das dann auch voranbringen können. Erscheint banal, ist es aber nicht. Ja, wir sind, denke ich mir jetzt, nach einem halben Jahr, nachdem wir eröffnet wurden offiziell, was diesen strukturellen Aufbau und einige dieser Inhalte angeht, finde ich doch schon erstaunlich weit vorangekommen und haben einiges auch sehr, sehr konstruktiv in dieser Gremienarbeit, das möchte ich hier deutlich betonen, beide diese Gremien, das sowohl das Steuerungsgremium als auch das Grundsatzfachgremium arbeiten, wirklich sehr konstruktiv und zielführend im Moment zusammen und innerhalb der Gremien auch. Und das ist sehr wichtig, um diese Inhalte dann voranzubringen. Und da bin ich ganz optimistisch für die Zukunft. Also die Strukturen stehen weitgehend. Klar, die Informations- und Vernetzungsplattform, das ist natürlich noch der große Tanker, den wir voranbringen müssen. Und was natürlich hier nicht drin steht, eben das bundesweite Biodiversitätsmonitoring als Ganzes zu verbessern. Das ist ja der zentrale Tanker, den wir dann voranbringen können. Aber wie gesagt, da haben wir jetzt die ersten Schritte beschlossen und wir fangen ja erst an. Und wir haben auch eine langfristige Perspektive, um das auch zu sagen. Die Finanzierung des Monitoringzentrums ist bis 36 auf jeden Fall gesichert. Also wir machen uns erstmal jetzt keine Sorge, dass wir in den nächsten 2-3 Jahren nicht mehr arbeiten können und dürfen. Wir sehen uns als dauerhafte Einrichtung und mit dieser Denke und mit diesem Ansatz gehen wir natürlich auch ran. Das heißt nicht, wir lassen uns beliebig viel Zeit. Die Zeit drängt. Aber wir arbeiten wirklich mit Blick auf eine langfristige Zukunft und das finde ich schon sehr wichtig. Genau, und jetzt ist natürlich eben die Frage, wie ordnet sich das Ganze ein? Und da habe ich jetzt mal nur zu dem Bereich Daten, und das ist sicherlich auch nur einer der Aspekte, aber der ist natürlich heute hier sehr interessant, einfach mal NMZB, NFDI und noch einen dritten Player, nämlich Umweltinfo. Manche von Ihnen kennen das vielleicht noch als UNISD. Hier mal kurz aufgelistet mit den nach eigener Beschreibung sozusagen zentralen Zielen und Aufgaben und mit blau hervorgehoben das, was mit dem Thema Daten zusammenhängt. Und es ist klar, bei uns, beim Monitoringzentrum, ist es nur eines von sehr vielen Themen und wir müssen auch mit ganz anderen Akteuren eben auch noch in den Dialog treten und zusammenarbeiten, als jetzt nur mit diesen dreien hier, aber auch, sondern mit viel mehr Akteuren, weil wir eben jenseits des Themas Daten eben eine ganze Menge an sehr komplexen Aufgaben haben. Aber es zeigt, wir haben hier allein zwischen diesen drei sehr großen Playern, die ja auch langfristig auch gedacht sind und die Perspektive auch haben sollten, tatsächlich sehr viel inhaltliche Überschneidung. Und das heißt für mich, was ergibt sich daraus? Und das ist natürlich klar, wir müssen frühzeitig alle miteinander reden. Wir müssen in den Dialog treten, damit wir sehen, wo sind hier tatsächlich die nicht die Konkurrenzen, sondern wo sind Überschneidungen, wie können wir Synergien entwickeln, wie können wir unterschiedliche Expertise, die wir nebeneinander haben, gemeinsam nutzen, um das Ganze voranzubringen. Das ist, finde ich, die Aufgabe, nicht das Kompetitive zu sehen, sondern das sich Ergänzende, die Synergien. Das finde ich, ist einfach sehr wichtig. Und das ist allein für dieses Thema Datenmanagement, glaube ich, schon auch eine ganz große Aufgabe. Und das sind ja nicht die drei einzigen, die jetzt hier in dem Themenfeld unterwegs sind. Wir haben ja heute hier dazu auch schon einiges gehört. Und bei NFDI selber passiert ja auch noch eine ganze Menge. Also jenseits von NFDI vorbei oder Biodiversity
ob das jetzt Earth oder andere Dinge sind und mit Blick auf das, was ich vorhin sagte, Einflussgrößen, Treiberdaten. Es gibt ganz, da gibt es natürlich auch nochmal wieder ganz andere Ansätze, mit wem muss man da ins Gespräch kommen. In dieser ganzen Sache stecken aber unheimliche Chancen, das muss man einfach auch so sehen. Das Window of Opportunity ist da. Wir haben jetzt im Moment eine Situation, wo tatsächlich die Politik viel erkannt hat, wo Geld bereitgestellt wird und wo wir langfristig Prozesse jetzt tatsächlich gemeinsam vorantreiben können, um eben Synergien und Expertisen zu bündeln, aber vielleicht auch Aufgabenteilung voranzutreiben. Und dann haben wir letztendlich auch die Möglichkeit, Grundlagen für evidenzbasiertes Handeln für Politik und Gesellschaft zur Verfügung zu stellen, um eben die Biodiversität zu erhalten, letztendlich auch Fragen des Klimawandels anzugehen und andere Dinge mehr. Die Herausforderungen sind natürlich, wie kommen wir mit all diesen, also neben den ganzen inhaltlichen komplexen Fragestellungen, wie kommen wir mit all diesen Akteuren in den Dialog? Wie schaffen wir es alle, mit uns, mit allen abzustimmen, mitzunehmen? Wie kriegen wir eine gesellschaftliche Akzeptanz und vor allen Dingen auch eine aktive Mitwirkung von diesen ganzen verschiedenen Akteuren hin, langfristig hin? Das Vertrauen, das wurde ja heute auch schon mehrfach angesprochen. Warum soll ich meine Daten hingeben? Wer weiß, was übermorgen ist? Und dann, wenn wir das alles haben, dann haben wir eine Möglichkeit, wirklich Transfer in die Politik und in gesellschaftliches Handeln da auch über die Daten, aber auch über andere Akteure natürlich hinzubekommen. Das ist sicherlich ein großer Punkt und das haben wir in den letzten Jahren gemerkt, wie wichtig evidenzbasiertes Handeln ist, wie wichtig wissenschaftliche Erkenntnisse sind, um Problemlösungen heranzugehen, auch wenn es noch nicht alle erkannt haben, aber ich glaube, die meisten haben es erkannt und das, dazu sollten wir unseren Teil beitragen. Und diese Komplexität dieser Prozesse, um das am Ende zu sagen, bedingt natürlich, dass viele seine Zeit braucht, bis wir da auch hier, ob das jetzt NFDI for Biodiversity ist, ob wir mit dem Monitoring-Zentrum, bis wir soweit sind, dass da auch tatsächlich die ganzen Früchte dann da sind, die wir jetzt ernten wollen. Aber das darf keine Entschuldigung natürlich dafür sein, dass wir jetzt nicht handeln. Das ist etwas, was in der letzten Zeit schon öfter gesagt wurde. Zuletzt habe ich es gehört bei der Eröffnung vom EIDIF, wo das auch nochmal betont wurde, jetzt bei der Eröffnung des Neubaus. Es wurde bei unserer Eröffnung gesagt. Und von daher vielleicht am Ende das Zitat von Horaz: Traue dich, bediene dich der Vernunft, beginne. Also nicht warten, sondern handeln. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Dr. Krüss. Das ist doch ein gutes Motto gewesen für die ganze Veranstaltung eigentlich.